Jena steht zusammen, gemeinsam gegen die Energiekrise. Unter diesem Motto starteten die Stadt Jena und die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck heute ihre gemeinsame Kampagne zum Energiesparen. Vorgestellt wurde sie im neuen Kundencenter der Stadtwerke in der Saalstraße. Im gesamten Stadtgebiet, auf Social Media sowie auf den Internetseiten der Stadt und der Stadtwerke werden mit Beginn der dunklen und kalten Jahreszeit Plakate mit Tipps zum Energiesparen verbreitet. Damit Energie bezahlbar bleibt, sind bereits auf Bundesebene eine Strom- und eine Gaspreisbremse auf den Weg gebracht worden. Gleichzeitig aber braucht es ja vor Ort die Anstrengung, selber Energie zu sparen. Denn den Spareffekt, den man vorher gesehen hatte, aus Angst vor den Preisen, die da auf einen zukommen, der lässt ja jetzt ein wenig nach. Also die meisten müssen sich existenzielle Sorgen eigentlich nicht mehr machen. Da hat Gott sei Dank die Bundesregierung jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen. Trotzdem ist Energiesparen wichtig, gesamtgesellschaftlich, weil wir nicht wissen, wie der Winter wird. Bleibt das so mild, wie es jetzt gerade aussieht oder nicht? Wie wird der nächste Winter? Deswegen kommt es jetzt darauf an, da zusammenzustehen. Das ist ja auch der Hauptslogan dieser Kampagne. Jena steht zusammen. Und gemeinsam jede und jeder für sich ihren Beitrag zu leisten. Zu den Energiespartipps der Kampagne gehören beispielsweise das Sparen von Wasser beim Duschen oder das Senken der Raumtemperatur um 1 Grad, um bis zu 6% Kosten zu sparen. Über die QR-Codes auf den Plakaten kann jeder die Energiespartipps auch online nachlesen. Zu den Kosten der Kampagne wurden von der Stadt und den Stadtwerken heute keine Angaben gemacht. Parallel zu der gemeinsamen Energiesparaktion mit der Stadt starteten die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck über ihre Spendenplattform eine spezielle Hilfsaktion. Wir starten auf unserer Jena-Kraut eine Sonderaktion für Vereine und gemeinnützige Initiativen, die unter der Energiekrise zu leiden haben. Wir setzen einen Sonderfördertopf auf von 10.000 Euro und fördern genau solche Projekte im Dezember mit jeweils 20 Euro, sobald jemand ab 10 Euro für ein Projekt spendet. Bis zum 22. November haben die Vereine und Initiativen Zeit, ihre Energiespar- und Krisenprojekte auf www.jena-crowd.de vorzustellen. Am 22. Dezember soll dann, wenn die selbstgestellte Zielsumme erreicht wurde, der Betrag ausgezahlt werden.